das Leute eine Chance haben, in einem Land so ein großes Turnier zu spielen. Und wenn man dann die Fans im Rücken hat, die kitzeln dann so mal dieses Prozent raus, was man auf eine andere Art und Weise gar nicht rauskitzeln kann. Und das ist dann so ein Funke, der überspringt von der einen auf die andere Seite. Und ich glaube, das kann eine Mannschaft sehr weit tragen, wenn die Fans hinter einem stehen und ein gutes Turnier bringen. Fand ihr die Mannschaft heute Tag? Wir hören nichts. Where are all the fans here in the Olympic Park Munich? Frau Schöne, Sie als Geschäftsführerin des Olympiaparks München. Es ist ja ein geschichtsträchtiger Ort. Dort 1974, Deutschland wird Weltmeister. Was meinen Sie, macht jetzt gerade diese Fanzone so besonders bei dieser EM? Ja, also ich denke hier im Olympiapark, das ist ein ganz besonderer Ort, habt ihr gesagt. Es ist aber auch eigentlich eine der tollsten Fanzones, natürlich in ganz Deutschland, wie soll es anders sein? Wir haben Ja, das ist ein Rabbin, der kommt in Rabbin.